Hallo an alle Veganer und Nicht-Veganer. Dieses Video ist ein spezielles Video und zwar geht es um die Aktion, die im Moment bei Instagram läuft, die Sweet Vegan November Challenge. Genau, viel Spaß dabei. Hallo! Nee, ich habe nur die Kamera gerufen. Ich bin Mehdi vom Morrison Club und ich habe mir Verstärkung geholt, das ist Lea, damit ich heute bei meinem ersten Video hier auf YouTube, auch wenn es nur ganz kurz ist, nicht ganz alleine vor der Kamera stehe. Ich habe die Aktion Sweet Vegan November ins Leben gerufen, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Ich rufe auf, einen Monat lang vegan zu leben. Ich komme aus keiner rein veganen Ernährung, auch nicht aus einer rein vegetarischen Ernährung. Ich habe immer Fisch gegessen, ich habe auch Quark gegessen, habe aber festgestellt, dass ich danach tatsächlich immer Magenbeschwerden hatte und auch sonst ein paar Probleme und wurde einfach durch die ganze vegane Instagram-Community ziemlich inspiriert und animiert, dass ich gesagt habe, okay, einfach mal ausprobieren. Wenn man was nicht ausprobiert, dann kann man ist auch nicht wirklich beurteilen. So, und deswegen habe ich mir halt diese Aktion überlegt. Diese hier. Den Sweet Vegan November. Und habe mir ganz, ganz tolle vegane Instagrammer mit ins Boot geholt. Hi, mein Name ist Miri und ich lebe seit 2 Jahren vegan. Hallo, mein Name ist Lea, aka Lea Loves Bodybuilding. Ich bin jetzt seit 3,5 Monaten vegan. Also, ich bin die Sonja. Hi, ich bin Vio Wayner von Instagram oder auch Marleen. Wir sind Daniel und Jessica von Fitness ID und wir leben jetzt seit 4 Monaten vegan. Was ihr machen könnt, wie ihr daran teilnehmen könnt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr überhaupt Lust habt, am Sweet Vegan November mitzumachen. Dass ihr mal wirklich einen ganzen Monat lang das ausprobieren wollt. Und dann taggt ihr alle eure Gerichte mit dem Hashtag SweetVeganNovember. Und am Ende werden wir unter allen Teilnehmern schöne vegane Überraschungspakete verlosen. Denn wir haben schon ganz, 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 ganz viele tolle Firmen, die das Projekt unterstützen möchten. Und die uns dafür Artikel zur Verfügung stellen. Diese Firmen werde ich euch immer auf Instagram und auf meinem Blog vorstellen. Damit ihr auch schon ein bisschen absehen könnt, was euch erwartet. Und das Letzte, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen, die ihr lest oder hört, sofort beeinflussen, ob was gut oder ob was schlecht ist. Der eine sagt so, der andere sagt so, das ist ja immer so. Der eine macht die Erfahrung, der andere die. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Körper funktioniert ein bisschen anders. Und deswegen ist mein Tipp, ausprobieren. Probiert es einfach aus. Macht eure Erfahrung und ja, habt einfach Spaß an dem, was ihr tut. Ich glaube, das ist die Essenz. Gut, dann danke fürs Einschalten und habt Spaß mit den anderen Instagrammern. Ciao! Ich finde den Sweet Vegan November sehr gut, denn in der Zeit werden sehr viele Tiere gerettet und viele Menschen werden zu einem gesünderen Lebensstil finden. Denn ich bin mir sicher, ihr werdet nach den 30 Tagen nicht sagen, ich esse jetzt wieder ganz normal weiter. Ich bin jetzt vegan seit 8 Monaten. Davor war ich absolut der totale Fleischfresser, Low Carb, Magerquark, Käse, ne? Und dann hat mich das so angeekelt und ich habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal komplett vegan aus. Ich probiere es erstmal nur aus, habe ich gedacht. Es werden in dieser Challenge einfach so viele unterschiedliche Menschen miteinander vereint. Es kommen so viele Leute zusammen und es zeigt, dass man gerade mit veganer Ernährung super fit und super sportlich sein kann. Mein ultimativer Tipp an euch ist, wenn die Leute euch belächeln, euch auslachen oder euch komisch angucken, versucht einfach mitzulachen. Denn ihr werdet noch sehr viel von solchen Menschen begegnen. Was ist passiert? Bis heute bin ich vegan und ich werde für immer vegan bleiben. Steht sowas von fest, kann ich ganz klar sagen, weil es ist einfach, es gibt nichts Besseres. Wir haben uns dazu entschlossen, vegan zu leben, weil wir ein langes und gesundes Leben haben wollen.
Seht diese Challenge nicht als eine Herausforderung, sondern als eine Chance. Stresst euch nicht, wenn ihr mal irgendwo auswärts essen geht, wenn ihr im Restaurant seid oder mit Freunden unterwegs seid. Esst so vegan wie möglich und wenn dann mal was dabei ist, was nicht hundertprozentig vegan ist, mein Gott. Erstmal natürlich ganz klar, moralisch gesehen, wir retten die Welt, wir retten die Tiere, ja, also das schon mal vorneweg. Das Beste am Vegansein ist auch, dass man auf jeden Fall viel mehr Energie hat, morgens schneller und besser aus dem Bett kommt und sich einfach viel, viel leichter fühlt. Auch nach dem Essen, weil das Essen einfach nicht so extrem stark im Magen liegt, wie zum Beispiel Fleisch und Fisch. Aber andererseits auch, ich habe mich noch nie besser gefühlt, ja, noch nie besser gefühlt. So, wir machen bei der Sweet Vegan November Challenge mit, weil wir viele Leute inspirieren möchten und motivieren möchten, die vegane Ernährung einmal auszuprobieren. Weil es ist nämlich nicht so, dass du als Veganer nichts mehr essen kannst. Der Wille zählt und ihr könnt immer nachfragen, ihr könnt beim Koch fragen, könnt ihr mir was Veganes machen oder in der Karte gucken. Und wenn dann da doch mal was mit reingekommen ist, was nicht vegan ist, halb so wild, wirklich, macht euch nicht verrückt. Es gibt vielleicht jemand, der hat sich überlegt, ich würde es so gerne mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir sind so eine riesen Community, ja? Wir machen das zusammen, ja? Du bist nicht allein. Habt Spaß daran und vor allem esst euch satt an all den wundervollen Sachen, die uns die Natur gegeben hat. Falls es noch nicht direkt mit eurer veganen Umstellung klappt, dann macht es ruhig langsam. Also versucht euch nicht zu stressen. Jeder Schritt zählt. Seid einfach ihr selbst. Wenn ihr gerne Fleisch gegessen habt, dann kauft ihr halt Fleischersatzprodukte. Da gibt es ganz, ganz viele, die wirklich super lecker schmecken. Probiert es einfach aus. Wir ziehen das zusammen durch. Und wenn du mal einen Tag einen Rückfall hast, egal, ja. Bücher wie die China Study oder Peace Food haben uns auf jeden Fall extrem dabei geholfen, vegan zu werden. Außerdem gibt es total viele interessante Kochbücher. Ich bin mir sicher, dass da irgendwas bei ist, was euch richtig gut schmeckt. Und versucht einfach, die Gerichte nachzukochen. Das hat mir damals ungemein geholfen. Ich weiß noch genau, dass ich damals zum Beispiel ganz, ganz aufgeregt war, was mache ich mir für Weihnachten? Und dann habe ich mir Kochbücher gekauft und die Sachen ausprobiert und ich war total begeistert, wirklich. Die Sachen waren so lecker, ich wäre vorher im Leben nicht darauf gekommen, sowas mal nachzukochen. Und allein dadurch habe ich zum Beispiel geschafft, dass meine ganze Familie Weihnachten vegan gegessen hat. Das war für mich ein absoluter Hauptgewinn und das schafft ihr ganz bestimmt auch. Guck einfach mal rein in die Community, wir sind alle da, um dich zu motivieren und wo du Fragen beantwortet kriegst. Rezeptideen, alles, ne? Wir sind Zusammenhalt. Also jetzt ist überhaupt mal die Chance, das auch richtig durchzuhalten. Falls es noch nicht direkt mit eurer veganen Umstellung klappt, dann macht es ruhig langsam. Also versucht euch nicht zu stressen. Jeder Schritt zählt. Am Sweet Vegan November teilnehmen. Warum? Ja, ganz klar, weil man wird sich nicht nur so gut fühlen wie noch nie, man wird auch besser aussehen. Ist das nicht... ein Argument? Also ich finde schon. Vergesst nicht eure Bilder mit Sweet Vegan November zu hashtaggen und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Challenge. Und vergesst nicht, es gibt was zu gewinnen. Und ich selbst bin ein bisschen neidisch auf die Pakete, weil die sind richtig voll mit ganz, ganz tollen Sachen. Also ich wünsche viel Spaß dabei. Schaut bei Instagram vorbei und lasst euch inspirieren.